Und da sind wir wieder bei Let's Play Shadow of the Colossus. Uhuhu. Yay! Es geht weiter. Möchten Sie den Spieler speichern? Ja. Ja, warum nicht, ne? Ja, klar, warum nicht. Ja, null besiegt, null. Das wird sich gleich ändern. Speicherdaten. Ja. Der quält sich manchmal ein bisschen, weil ich eine große Memory-Karte habe. Naja. Oh, ach nee, Moment, das ist jetzt PS3. Ja, PS3. Bin schon wieder von der PS2 ausgegangen. Er ist PS3, aber trotzdem er erstellt jetzt gerade Shadow of the Colossus Daten. Ja. Ich habe die Folge abgeschlossen. Anders 8 Minuten 27. Ich habe das dumpfe Gefühl, als hätte die letzte Folge länger gedauert als 8 Minuten, aber... Ja, irgendwie scheint die Cutscene nicht dazugehört zu haben. Ja. Ich denke mal, die ursprüngliche Anfangssequenz war einfach so lange. Ja. Bevor wir überhaupt auf neues Spiel gestartet, starten gedrückt haben. Oh, da steht da so ein Schatten neben uns. Schnell, zück dein Schwert. Er wird sofort verschwunden. Aber kannst du aufhören, mir beim Schlafen zuzugucken? Oder beim Tod sein? Ausgenockt sein oder so? Scheinbar leben wir ja noch. Creeper-Schatten. Ja. Wollte dich nur umarmen. Free Hugs? Wer auch immer uns hier wieder hin zurückgebracht hat. Ja. Auch das wird irgendwann im Spiel noch erklärt. Ja, guck mal, Dinge werden erklärt. Unglaublich. Das ist auch nicht mehr normal. Sachen erklärt werden in Videospielen. Manche Sachen muss man halt einfach so hinnehmen, wie sie sind. Ja. Das ist halt so. Ja, sieht immer noch genauso aus, wie bevor ich den Riesen erledigt habe. Aber das wackelt die Erde jetzt. Nee. Ja. Eine Statue scheint sich zu aktivieren. Die Götzen sollen fallen. So kann man es auch nennen. Ich würde es explodieren nennen, aber na gut. TNT, wir haben doch welches. Cause I'm TNT. Ich würde sagen, kaboom! Ja. Das war Nummer 1. Ja. Schau mal, Dorman noch was zu sagen. Euer nächster Feind ist... In der Küstenhöhle bewegt er sich träge. Ja, sie geben uns immer kleine Hinweise. Erweckt euren Mut, um ihn zu besiegen. Ist kein besonders guter Hinweis, aber sie sagen irgendwie zwei Sätze über den nächsten Koloss. Ich habe so das Gefühl, diese Hinweise bringen dir, wenn du das Spiel wirklich das erste Mal spielst, einfach gar nichts. Nee, gar nichts. Aber dafür hast du ja das magisch leuchtende Schwert, das dir sagt, wo die Schwachpunkte sind. Das soll ja reichen. Wie sieht eigentlich die Karte aus? Das Spiel hat uns gesagt, wenn wir Start drücken, können wir auf eine Karte gucken. Ist das so eine Karte, die sie selber aufbaut? Oder? Ja, die baut sie selber auf. Zum Beispiel ist da jetzt unten zu sehen, dass wir da mal einen Koloss kaputt gemacht haben. Das ist der komische Kopf, der unten so ist. Ansonsten, wir können so weit reinzoomen und so weit rauszoomen. Also, cool. Ist richtig sinnvoll. Da sieht man richtig viel. Können wir uns noch so ein bisschen rumbewegen, aber das war's auch. Also, auf dieser Karte erkenne ich nichts. Ja, da, die Karte ist sehr, sehr rudimentär. Du nimmst Schaden durch Fallen. Ja. Habe ich gerade festgestellt. Ja. Falls ihr einen Altar wie diesen findet, könnt ihr speichern. Way. Ja, das sind unsere Speicherpunkte. Ich finde es gut, dass unser Pferd so treu ist, dass es uns erstmal die Treppen hinterher gerannt kommt. Ja. Das werde ich wahrscheinlich jetzt immer am Anfang machen, dass ich da runterspringe, weil ich dann nicht auf dem Pferd die Treppen runterreiten muss, was immer ewig dauert. Wenn sie die HP wieder regenerieren, dann... Ja. Ich finde das immer noch herrlich, wie der in der Luft rumwedelt, um auf sein Pferd zu kommen. Ja, dann auf geht's zur Küstenhöhle. Schwert, wo müssen wir hin? Ich weiß, wo wir hin müssen, aber... Wir suchen trotzdem mal. Ja. Wir sind einmal da unten. In den Boden. Cool. Ja. Klingt simpel. Ja, kein Problem. Ich schätze mal, wir müssen um den Tempel rumreiten. Ja. Ich meine, mich zu erinnern, gab es nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, auf den Tempel draufzukommen oder sowas? Ja, aber dafür brauchst du extrem viel Ausdauer. Ah, okay. Also du kannst da theoretisch auf den Tempel drauf, aber wie gesagt, da musst du wirklich schon, weiß nicht, ein, zwei Mal durchgespielt haben und äußerst viel Ausdauer schon haben. Ey, das ist ein Geier. Ja, die Falken, die fliegen schon mal mit uns. Gibt's hier irgendwo Gras, dann kann man herpfeifen? Nee, leider nicht. Oh. Es gibt aber tatsächlich ein Achievement in der PS3-Version, sich für, ich glaube, irgendwie 30 Sekunden an einen Adler zu hängen. Da gibt's irgendwie zwei Adler im gesamten Spiel, wo du dich so dranhängen kannst, dass du dann von der Klippe runterfällst und dich dann tatsächlich lang genug an den dran halten kannst, wenn du genug Ausdauer hast. Interessant. Naja. Kannst du dich nicht alles ausgedacht haben. Kannst du die auch irgendwo in ein Bienennest reinsteuern? Nee. Oh. Langweilig. Jetzt kommen wir wieder eine Cutscene dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das war ja ein weiter Weg, hör mal. Ja, hör mal, die ersten paar sind noch relativ nah am Tempel, da ist das Hinreiten dort nicht so lang. Ich habe gehört, dass hier ist ein Spiel mit sehr langen Wegstrecken teilweise. Ja, teilweise. Die späteren sind teilweise wirklich relativ weit weg. Ist noch kein Journey, aber trotzdem. Ja. Ja gut, Journey ist ein einziger Weg. Also, ja. Es besteht nur daraus, dass du läufst. Deshalb heißt es auch so. Mit Journey halt. Journey halt. Hier sind wir halt nur der Wander. Ja. Ja.
Bis jetzt habe ich noch keinen Riesen gesehen. Ja, ist halt nur eine Cutscene dafür gewesen, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Lauf mal da runter. Lauf mal da runter. Was ist eigentlich, wenn du jetzt schon zu einer Stelle gehst, wo irgendwie ein anderer Riese wäre? Da später? Ist dann nichts. Also kannst du praktisch in den Arenen von den anderen Riesen rumguffeln und ja, da ist und halt nichts. Ja, und da ist halt nichts. Das ist ja... Ja, die spawnen erst dann, wenn sie da sein sollen. Sehr erfüllend dann. Ja. Man kann das Spiel nicht Sequence breaken. Kannst du nicht einfach direkt zum letzten Koloss hingehen. Abgesehen davon, dass sich die Tür von dem letzten Koloss erst dann öffnet, wenn du die anderen alle besiegt hast. Kannst du nicht einfach zum vorletzten gehen, dann bist du fertig. So das fast. Klingt aber nach so einer Situation, wo du durch eine Wand glitschen kannst. Um den Koloss dahinter zu begrüßen oder so. Ja. Ja, und da ist Nummer 2. Ja. Die haben auch alle offizielle Namen, aber das sind irgendwelche ganz komischen lateinischen Namen, die ich mir nicht merke. Okay. Naja, theoretisch haben die alle offizielle Namen wegen Artbuch und so. Stehen die im Handbuch? Nee, stehen leider auch nicht im Handbuch. Oh. Das Ding, das sieht merkwürdig aus. Ja. Scheinbar hat er Schwachpunkte in seinen Füßen. Dafür, dass er ein Küstenboss ist, sieht er mehr nach einem Stier oder sowas aus. Ja. Scheinbar hat er auch einen Schwachpunkt am Hintern und am Kopf, also viel zu tun. Nicht mal ein Stier, mehr so Widder. Ja. Widder passt, glaube ich, am ehesten zu dem komischen Viech. Ja, wir sehen auf jeden Fall so leuchtende Dinger unter seinen Füßen. Ja, die sind doch sehr auffällig, wenn man es einmal gesehen hat. Schießen wir doch mal drauf. Der Koloss fällt. Das war ein ganz wunderbarer Glitch, dass ich davon noch Schaden genommen habe. Sein Umfallen macht Schaden soweit? Ja, wenn du nah dran bist, sollte es Schaden machen, aber auf der Entfernung, wo ich war, hätte es eigentlich keinen Schaden machen sollen. Hm. Auf Hard hat er hier noch einen Schwerpunkt hier direkt am Bauch, links von mir, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Wäre es ein bisschen unangenehm loszukriegen, den Schwachpunkt, aber... Ich schätze mal, hier vorne kannst du wieder drauf, um deine Ausdauer zu regenerieren, wenn du möchtest. Hier steht man relativ sicher. Habst du das Gefühl, dieser Koloss ist deutlich leichter zu besteigen als der erste? Na. Weil der hier so träge ist im Gegensatz zu dem ersten, der sie die ganze Zeit geschüttelt hat. Das ist mehr oder weniger auch noch Tutorial-Boss. Tutorial-Boss Nummer 2. Hat das getroffen? Ja, es hat getroffen. Siehst du oben die HP-Leiste, wenn es so viel abzieht, hat es getroffen. Okay. Das scheint mir so sehr weit neben dem Symbol zu sein, deswegen. Ja, du musst die Symbole nicht immer als was Absolutes ansehen. Die haben eine relativ große Hitbox. Manche davon haben sogar eine relativ bescheidene Hitbox sein gehen, dass du teilweise in das Symbol reinstichst und das nicht so ganz trifft. Magst du, wie diese Knochen auf seinem Rücken sich teilweise unterschiedlich bewegen? Na. Wenn das sein Rückgrat ist, dann jeesh. Ja, da hat der, da haben die Ärzte viel Spaß mit gehabt. Und in den Kopf rein. Dann sollte er eigentlich auch. Er wackelt gerade so sehr, dass ich nichts mache, was ich machen kann. Dafür sei er da. Dafür soll er ja schütteln. Wenn ich das in seiner HP-Leiste richtig sehe, dann müsste der, wenn er aufhört zu schütteln, gleich tot sein. Der liebe Herr Widder. Mit seiner Stahlfresse. Ja. Es gibt an fast jedem von diesen Schwachpunkten eine Stelle, wo selbst wenn sie sich schütteln, du nicht selber rumgeworfen wirst. Aber die kenne ich nicht alle. Okay. Die sind teilweise pixel-perfect, also. Ja, ich kenne die nicht. Selbst wenn man sie kennt, sind sie wahrscheinlich dann schwer zu erreichen. Ja. So, kriegen wir jetzt endlich einen Stich in den Kopf. Jawohl. Ja, so lange noch gedauert. Oh, Nummer 1. Ich muss vor allem gleich mal eben aufs Schulterblatt zurück, um ein bisschen Ausdauer wieder zu sammeln. Das ist mir zu eng. Geradezu gefährlich. Ja. Es gibt in diesem Spiel auch eine Sprungattacke, aber die ist zu unpräzise und zu gefährlich zu benutzen. Deshalb benutze ich sie nicht. Es ist eine wunderschöne Physik, wie der abgereimt, der auf diesen Kolossen hin und her fliegt. Geschüttelt wird und Also man kann halt mit Dreieck springen und dann R1 und Viereck in der Luft drücken, dann sticht er so im Sprung nach unten auf den Boden, was dann wie ein voll aufgeladener Schlag ist. Nur da der Koloss halt, während du in der Luft bist, dann halt sich bewegen kann, kann es halt sein, dass du einfach komplett von dem Koloss runterspringst mit dieser tollen Attacke, deshalb benutze ich die in der Regel nicht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Würde ich auch nicht unbedingt riskieren wollen. Ja. So, jetzt letzter Angriff. Ja. Und in die Stirn. Wieder ganz Link-Style. Schwert in die Stirn. Wieder tot. Ja. Nur, dass bei Ganondorf das Schwert einen viel größeren Anteil von der Stirn hat als bei diesem Spiel. Wunderbar. Das liegt in erster Linie daran, dass die Gegner etwas größer sind und unser Schwert etwas kleiner. Ja. Wobei es nicht schlecht wäre, wenn man mal einfach den Beast Ganon in der Größe als Link besiegen würde. Wäre auch mal nicht schlecht. Wäre auch mal was Neues, ne? Ja. Wow, und wir haben wieder ganz viele schwarze Schlangen absorbiert. Na, wir werden so mittigen. Ja, sehr schönes Bild. Na, sehr hübsch.
Ich meine, so ziemlich den größten Garnet, den man irgendwie in Zelda spielen hatte, war ja in Twilight Princess, wo da als komisches Schwein da durch die Gegend gelaufen ist und man den als Wolf durch die Gegend geworfen hat. Aber, das stimmt. Ja, wollen wir jetzt mal nicht mittendrin speichern. Ja, ohne Speichern fortfahren? Oh, ja, mein Gott. Oh mein Gott. Was, wenn wir jetzt plötzlich unsere gesamten Daten verlieren? Was sollen wir nur tun? Oh nein, da muss ich diesen, weiß ich nicht, 8 Minuten hinlaufen und den Boss besiegen noch neu machen. Tschüss. Wir haben da zwei Schatten um uns herum. Scheinbar haben wir einen Schatten pro Boss, den wir erledigen. Ja, scheinbar. Nummer 2 ist gesprengt. Nummer 2. Kaboom! Leider gibt's kein Speech. Oh. Tragisch. Ja, und wieder mal wurden wir hier rein teleportiert. Ja. Wir leuchten aber immer noch lustig. Ja, wir haben schon ein Leuchten geskillt. Ob unser Pferd uns hier hinterherlaufen muss oder ob es auch hier teleportiert wird? Wer weiß. Der nächste Feind ist... ein gewaltiges Dach ragt in die Lüfte. Ja. Der Zorn des schlafenden Riesen erschüttert die Erde. Das ist nicht so ein kleiner Hinweis, wenn man einmal weiß, was man machen muss, weiß man, dass es dann ein Hinweis war. Das ist ein bisschen spät dann, aber... Das ist typisch für viele Spiele. Ja. Die geben dir Hinweise... Ah, davor hat das hingewiesen. Die ganz tolle Hinweise sein sollen, aber die man einfach nicht kapiert, wenn man nicht weiß, worum es geht. Außerdem, jetzt, wo wir auch von diesem Altar wegspawnen, im Gegensatz zum letzten Mal, sieht man, dass hier jetzt auch zwei weiße Tauben sind. Oh nein, er schießt. Letztes Mal wäre es eine weiße Taube gewesen. Er schießt mit feinem Bogen. Na, kann man geht leider das? Nicht. Oh. Ja, die weichen aus. Langweilig. Ja. Ja, dann wird's wohl mal wieder Zeit für. Die Ronimo! Ja. Ja, Pferd. Pferd. Na, er wird ja schon gleich runterkommen. Ist ja Mist, wie ich. Epona. Von daher, wir können ja schon mal suchen, wo wir hin müssen. Das da hinten links sah eben aus wie der Todesberg. Ja, wir müssen so in die Richtung. Ja, da hinten ist ein riesiges Staubfeld. Ich meine weiter links. Okay, das war nur ein Fels. War nur eine Felsspitze, die ich da gesehen habe. Da bist du ja. Pferd? Ja, hallo. Ja, wenn du draußen als im Feld angesehen wirst, kommt er in der Regel auf dich zu galoppiert und dann ist das schon mal so ein Problem mit dem neben dir stehen bleiben und so. Das ist nicht das hellste Pferd, wa? Ja. Ja. So, man kann immer zeigen, man kann auch auf dem Pferd stehen beim Reiten. Ist ja besonders cool. Ja. Hat das irgendeinen Effekt oder so? Nein. Das sieht einfach nur cool aus. Naja. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun, während man gerade auf dem Weg zu irgendeinem Koloss irgendwo in irgendeiner Ecke der Welt ist, ne? Eben. Kann man nicht auf diese Brücke da oben zurück, diese Rittenbrücke da? Nein, da du oben durch diese Tür, in die wir reingekommen sind, die sich dann ominös hinter uns geschlossen hat, nicht mehr durchkommst, kommst du tatsächlich auf die Brücke nicht drauf. Oh. Selbst wenn du den Tempel hochkletterst, kommst du nicht an die Brücke. Auch nicht mit den Geiern? Nee. Ja, die Brücke tatsächlich relativ gut gebaut. So gebaut, dass du nicht aus Versehen drauf kommst. Dass du da nicht aus Versehen drauf kommst. Die sieht so aus, als ob die da unten einfach nur ins Nichts ragen würde. Ja. Ich schätze mal, es soll eine Nebelschicht sein da unten. Ja. Er ist da unten, wo wir halt gerade den zweiten Koloss kaputt gemacht haben. Das ist jetzt Dunkelheit und so. Ah. Darkness! Interessant. Wenn der Koloss besiegt ist, dann verstreut sich seine innere Dunkelheit um ihn rum, oder was? Der hat sich auf jeden Fall in uns reingesogen. Das soll noch reichen. Unter anderem, deswegen haben wir jetzt mehr Ausdauer und mehr HP. Ja. Das macht Sinn, oder? Wird unsere Ausdauerleiste eigentlich immer größer? Die scheint so in unsere HP-Leiste inzwischen schon reinzuragen. Ja, also die geht irgendwann so weit, dass die unten und rechts aus dem Bildschirm rausgeht. Also. Oh, okay. Das ist Wenn du die wirklich auf Maximum hast, dann geht die wirklich unten aus dem Bildschirm raus. Wunderschönes Design. Ja. 100 Punkte, würde ich sagen. Es gibt übrigens auch, sieht man hier, die dann schon mal so an den Wänden sind, auch Salamander ohne weiße Schwänze, aber wenn du die tötest, bringt es nichts. Also, man muss dann schon nach denen mit den weißen Schwänzen suchen. Na toll. Es gibt später auch ein Item, das dir dann auf der Karte anzeigt, wo alle sind, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber das erst, nachdem du das Spiel durch hast quasi. Also, bringt es dann nicht mehr so viel. Ist halt dann fürs zweite Durchspielen. Ja, klar. Dann kannst du dich praktisch leveln. Ja, wieder die, du bist auf dem richtigen Weg, Katzin. Sind die Viecher eigentlich alle wieder da, wenn du ein neues Spiel anfängst? Also wenn du New Game Plus machst, sind die dann auch wieder da? Ja, alle Früchte sind dann wieder da und alle Salamander sind wieder da. Also kannst du im Grunde schneller leveln, wenn du die jedes Mal immer suchst. Genau. Nur, dass es bei vielen Salamandern sich nicht so richtig lohnt, weil du da teilweise echt lange suchen musst, um die zu finden, weil die echt... sind halt in irgendwelchen Felsformationen und bewegen sich halt auch. Ja gut, wenn du nicht weißt, wo die sind, dann... Selbst wenn du weißt, wo die sind, ist es halt so ein... Du kriegst ja auf der Karte angezeigt, die sind halt irgendwo in dieser Felsformation und bewegen sich dann halt auch die ganze Zeit und... Ja. Ich schwimme übrigens deshalb unter Wasser, obwohl es meine Ausdauerleiste verringert, weil es deutlich schneller ist, als an der Wasseroberfläche zu schwimmen. Hab ich mir schon fast gedacht. nur um das irgendwie nochmal zu erklären. Ist auch ein wunderschöner Weg, den du hier durch das Wasser noch hinter dich legen musst. Erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy X. Warum in aller Welt kann unser Pferd hier nicht eben mitschwimmen? Das ist doch... Weil es ein Pferd ist. Blödes Viech. Pferde können schwimmen?
So ja, ist halt ja nicht. Aber das ist tief und weit und. Faules Tier. Ja. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir in eine Kampfarena kommen, wo das Pferd mit rein darf. Und das Pferd auch Sinn macht, es zu benutzen. Also wir haben es ja, gerade bei dem letzten hatten wir es ja mit dabei, aber da hat es nicht wirklich viel Sinn gemacht, das Pferd zu benutzen. Das Pferd kann überraschenderweise nicht gut klettern. Ja. Wenn du da an so einem Boss hoch musst, dann unpraktisch mit dem Pferd. Ja. Aber das Pferd darf tatsächlich später noch Dinge machen. Oh, kann das Pferd einfach auch Schaden nehmen oder sowas? Nein. Oh. Ja, es nimmt dann schon Schaden dahingehend, dass es dann... Ja, das war wunderschön. Das hat gut funktioniert. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ja. Das Pferd nimmt... In Anführungszeichen Schaden, es humpelt dann für eine Weile, aber nach ein paar Sekunden darf es dann wieder normal laufen. Ah ja, also es kann nicht besiegt werden. Ja, es kann nicht besiegt werden. Wir sehen da auch so zwei tolle Lichtstrahlen vom Himmel runterschießen, das sind genau die Stellen, wo wir die beiden Kolosse besiegt haben. Ah ja. Es werden entsprechend auch immer mehr. Und dementsprechend wird das dann immer markiert, wo wir schon waren. Ja. Oh ja, auch was wert. Auch nicht so schlecht, ne? Erinnert mich so ein kleines bisschen an Skyward Sword. Na, verläuft man sich nicht so schnell. Diese Lichtstrahlen, die immer die Gebiete markiert haben. Ja, Skyward Sword hat sich ein bisschen was hier abgeguckt. Und überhaupt so, hier ist die Karte. Ich möchte meinen riesen blauen Lichtstrahl bitte hier haben, an dieser Stelle. Ja. Ich befürchte, das kannst du in Shadow of the Colossus nicht machen. Nein. Kann sie keine Wegweise auf die Karte legen. Ich glaube, das ist sehr auch merkwürdig aus und würde die Immersion dieses Spiels ein kleines bisschen brechen. So ein bisschen, ja. Oh, ein riesiges blaues Leuchten. Ja. Ich meine, wir haben ein magisches Schwert und so, aber das wäre schon ein bisschen komisch. Jo, dann versuchen wir diesen Sprung doch nochmal. Ja. Das ich bin mir nicht ganz sicher, warum er gerade nicht funktioniert hat, aber Dinge, die schon mal passieren. Wahrscheinlich bist du zu schräg dran gesprungen, zumindest sahst du sehr schräg aus. Und huah. So, diesmal hat es funktioniert. Oh, und jetzt muss er wahrscheinlich wieder so einen lustigen Rückwärtssprung machen. Ja, auch dafür sorgen, dass er sich nach hinten guckt, das ist wichtig. Die Hälfte der Zeit funktionieren diese Sprünge nämlich sonst nicht. Ja, nämlich nur die Hälfte der Zeit, die funktionieren sonst nicht, wenn du das nicht benutzt. Ja, und da sehen wir schon den nächsten Koloss erwartet. Aber da wir schon relativ weit drin sind, das ist ein relativ langer Kampf, würde ich sagen, bekämpfen wir unseren dritten Koloss beim nächsten Mal. Oh Gott, nur ein Koloss pro Video. Ja, Spannung. Was ist denn hier los? Ja. Ja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den dritten Koloss töten werden. Oder du den dritten Koloss wahrscheinlich eher töten werdest. Ich tue ja hier nichts. Ja. Ich tue nichts, ich putze hier nur. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. See ya. Ciao.